Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ja, und wie durch Geisterhand sind wir auf der Insel Milka. Oh nein, wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Ja, Leute, ich wollte ja eigentlich her auch nochmal. Wegen dem Tropfen, den man hier kaufen kann. Aber wie ihr seht, ich habe ihn schon gekauft. Das habe ich voll vergessen. Tut mir leid. Dann kann ich mir den Tropfen bei Terry ja denn doch kaufen. Aber naja, das mache ich denn, wenn wir wieder sowieso auf See sind. Es läuft ja nicht weg. Wir sind ja komischerweise die Einzigen, die hier einkaufen gehen. Naja. Wir waren angehalten. Oh, ich habe das Huhn gefangen. Yay! Kann ich jetzt fliehen? Ah, Moment. Warte mal. Genau. Hahaha, dämliches Huhn. So, flieg weg. Na, was haben wir hier? Eine Schwarzperlenkette. Klasse. Naja, die Hühner sind immer zu irgendwas gut. Nicht, Hühnchen? Oh, warum kann ich die jetzt fangen? Sonst konnte ich die doch, glaube ich, nicht. Ach, egal. Naja, was ich sagen wollte, wir sind ja angehalten, wieder zum Tempel des Meereskönigs zu gehen. Aber wir schauen erstmal hier nochmal um. Oh, hier ist noch zu. Schatzgutachter, wir öffnen demnächst. Na gut. Gucken, ob der Dämliche, der da am Kai steht, uns sagen kann, wann denn endlich der Greifarm für unser Schiffchen bereit ist. Ja, eine Kanone habe ich. Naja, sagt noch nicht zum Greifarm. Na, vielleicht müssen wir erst in den Tempel. Ich hasse diesen Tempel. Na gut, Leute. Es wird wieder spannend. Wir betreten gleich den Tempel des Meereskönigs. Was willst du? Dämliches. Du, ja, du meldest dich. Und du musst dich auch noch einbringen. Genau. So. Jetzt haben wir unsere Bombis. Dann können wir den Weg jetzt hier auch freispringen. Lo, weg hier. Sprengung! Was? Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht von der anderen Seite. Dämlicher Vogel, geh weg. So, jetzt aber. Yay, wir haben den Weg freigelegt. Wobei das eigentlich total unnütz ist. Ah ja, hier war ja noch was. So. Hier sind der Sprengmeister hier. Was gibt's denn? Oh, Ratten. Ratten. Ah! Ich mag keine Ratten. Zumindest hier nicht. Zum Echtleben könnte ich mir schon vorstellen, eine Ratte zu haben. Boing! Drei gefallene Abenteuer schlummern für immer im Eingang des Tempels des Meereskönigs. Sie geben dir Ratschläge, wie du im Tempel überlebst. Toll, das sagst du mir jetzt, wo ich die Bomben habe und da in dem Tempel schon dreimal war. Was dämliches. Schwuppdiwupp. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Ey, du! Blöde Ratte, hier ist doch nicht mal richtig. Na. Ein Krafttropfen, ey! Wie viel haben wir denn jetzt schon? Muss ich doch gleich mal schauen. Oh, wir haben schon sechs Leute. Es fehlen nur noch vier. Dann können wir die Fee der Kraft, schon mal ein bisschen kräftigen und ich springe daneben. Ich trottel. Trotteline, ach, wie auch immer. So, weiter geht's. So, Link. Es wird gleich wieder spannend hier im Tempel. Wehe, du stellst dich irgendwie doof an. Dann gibt's aber Ärger von mir. Wir können jetzt zum Glück mit den Bombis ein paar Abkürzungen schaffen und wir haben 12 Minuten jetzt. Ein paar Abkürzungen schaffen. Das ist ja so gemacht hier in dem Tempel, glaube ich, dass je weiter man halt voranschreitet mit mehr Items, kommt man halt auch schneller voran. Oh, och nee, muss ich alles nochmal durchspielen? Hey, so eine verschönerte Schande. Ich will ja hier nicht so viel rumfluchen. Wobei letztens Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Fluchen wohl sehr gesund ist.
Also man soll ruhig öfter fluchen. Das soll wohl. Es wirkt ja quasi wie so ein Ventil für einen. Oh Gott sei Dank. Wir müssen hier doch nicht alles machen. Das wirkt ja quasi wie so ein Ventil. Wenn man halt rumflucht und seinem Ärger Luft macht. Aber keine Sorge, ich will jetzt hier nicht rumphilosophieren. Ich bin auch kein Psychologiestudent oder Philosophiestudent oder irgendwie sowas. Ich studiere ja Lebensmittelchemie. Jetzt werden einige denken, Chemie, mein Hassfach in der Schule. Aber ich liebe die Chemie. Das ist alles so logisch. Und ja. Ja, momentan stehe ich ja in wichtigen Prüfungen für mein erstes Staatsexamen. Ja. Also es wird schon. Müsst ihr mir die Daumen drücken, morgen habe ich eine wichtige Prüfung. Und dann noch drei andere. Oh, ich freue mich. So, hier kann ich auch eine Bombe legen. Na toll, das hört er natürlich nicht, aber wenn ich einen Schalter betätige, dann hört es dämliche Fides. Ah, hier ist noch kein Schlüssel gekommen. Wie war denn das? Wie war denn das? Konnte ich hier denn einen Schlüssel? Ich glaube, mit dem Bumerang hier. Moment, Leute, ich muss kurz überlegen. Ach, dämliches Ding. So. Ja. Genau, so war das. Jetzt ist aber gerade das blöde Fieder. Ah. Jetzt dreht sich's um. Schnell hin. Kurz. Oh, ausruhen, ausruhen, ausruhen. So. Ah! Was ist denn das? Wieso hat der umgedreht? Wieso hat der umgedreht? Hab ich irgendwas gemacht? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Jetzt. Vielleicht hört er den Schalter hier. Ich weiß es nicht. Nun komm. Ah. Geht doch. Na, da haben wir auch den Schlüssel. Klasse. Ja, man muss sich ja alles wieder ins Gedächtnis rufen. Das finde ich ja so total unlogisch. Wenn man hier so einen blöden Schalter betätigt, dann hören die Viecher das. Und wenn aber dann gleich in der Nähe eine Bombe explodiert, dann sind sie auf einmal taubstumm. Was? Eine Bombe? Was? Ich hab nichts gehört. Ist das eigentlich hier oben? Man hier graben? Nee. Ich glaube, irgendwo konnte man auch graben, um irgendwie ein Dings freizuschalten. Einen, na, wie heißt es denn? Einen Wirbelwind nach oben. Mir ist es einfach nicht eingefallen. Oh nee, jetzt muss ich die Dinger hier oben. Ich krieg hier gleich eine Krise, ey. Ich mag diesen Tempel nicht. Tada! 30 Sekunden. So, ich glaube, wir zücken erstmal dem Süßen hier seinen Schlüssel ab. Aha. Ah, da kann ich graben, da kann ich graben, da kann ich graben. Aber jetzt kommt gerade das blöde Vieh und jetzt nimm die blöde Schaufel. Danke. Super. Naja. Legen wir den erstmal frei. Zack.
Graben. Du sollst graben, Link. Grab bitte. Danke. Juhu. Das habe ich natürlich gerade verpasst. So, wo war das? Ah, da war das. Ah, komm. Und flieg und Sieg. Blödes Vieh. Voll dumm. Zack. Super. So war das. Ich erinnere mich. So langsam kommt die Erinnerung wieder. Wuppdiwupp. Einen kleinen Schlüssel erhalten. So, wir holen uns mal das Force-Fragment hier. Schleppen es schweren Armes zu seinem Platz. Und warten, bis das blöde Vieh da vorbei ist. Aber es durfte uns eigentlich nicht sehen. Schwuppdiwupp. Dreht es um. Wo ist Link? Schneller. Nummer 1. Stimmt schon, mit den neuen Items kann man schon ein bisschen abkürzen, aber so ganz ist es auch noch nicht das Jahr wahre hier. Kann man hier irgendwo buddeln? Nö. Hätte ja Sinn können. Nun ist das Force-Fragment. Ich mag diesen Tempel nicht, aber ich muss ihn machen. Nur Verzeihung, Leute. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ich bin irgendwie gerade so ein Frosch im Hals. Lauf, Link, lauf, schneller, la 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 la. Geht doch. Hoch damit. Schwuppdiwupp. Passt perfekt. Und wo war jetzt das andere dämliche Teil? Boah, und wie, ich kann mich da oben jetzt hochkramen. Ich mich hier hochkramen? Nö. Jetzt sollte ich vielleicht mich auch mal vom Acker machen. Nee. Also irgendwie muss man dann später auch da hochkommen wieder. Über eine Abkürzung. Fragt mich nicht wie. Wir warten erstmal, bis das blöde Vieh an uns vorbei ist. Das kann ja wieder Jahre dauern. Na komm. Pfiffikus, mach hier hin. Lauf. Schleiche ich mich an dir vorbei. Bist du dämlich, du bemerkst mich nicht. Hahaha. Jetzt kommt um die Ecke. Wow. Das wäre doof. Nein, man sollte darüber keine Späße machen. Link müht sich hier ab. Für die Rettung seiner Freundin. Ich hoffe, sie dankt uns nachher auch ausgiebig. So, damit haben wir den Teil, den wir schon kannten, erledigt. Jetzt kommen die unbekannten Teile. Oh. Ich werde da sicherlich wieder so oft auf dem Schlauch stehen. Wir haben es bis zur Tür geschafft. Jetzt ist der Lichtgeist der Weisheit dran. Oh, überlass das mir. Das ist die Tür der Weisheit. Ich werde sie mit meiner Weisheit öffnen. Bist du bereit? Dann berühre die Tür. Erstmal will ich hier gucken. Mal mir ein paar Sekunden mehr holen hier. 30 Sekunden. Aha, hier kann ich wieder zurück. Gut. Aber hier ist anscheinend immer noch safe. Wird die Uhr nicht weniger. Es wird blau und geht auf. So, Leute. Jetzt werden wir uns in unbekannte Gefilde vordrängen. Na ja, komm, mach das Körbchen kaputt. Und runter. Gucken, was uns erwartet.
Och nee, nicht die blöden Viecher. Diese blauen, seht ihr die? Genau, die. Wie geht's? Augapfelmonster. Lasst mich erklären, das sind Phantomaugen. Wie ihr Name schon sagt, sind sie wie die Augen der Phantome. Wenn ich eines entdeckt. Wenn ich eines entdeckt. Nicht nur wird dich ein Phantom finden, es kommt noch schlimmer. Also sei vorsichtig. Jedoch im Gegensatz zu den Phantomen können diese Kreaturen besiegt werden. Finde sie auf der Karte. Oder lege ihr sie, bevor sie dich entdecken. Ich verstehe. Also musst du sie besiegen, bevor sie dich überhaupt sehen. Auf geht's, Link. Geh zu einer Schutzzone, falls sie dich entdecken. Ein Augenschalter. Den können wir noch nicht betätigen. Ah, ich werde mich erstmal zu der Schutzzone davor wagen. Zu. Ich muss jetzt dämliche Fieder verrecken lassen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, der patrouilliert so. Ah, hier ist ja nur ein Phantom. Ich brauche den Boomerang. Komme ich hier überhaupt durch? Nö. Aber gut, man kann sie erstmal betäuben. So, Betäubung. Klasse. Und stirb. Ich glaube, die kommen aber auch irgendwann wieder. Yay! So. Wage ich mich mal hier lang. Das dämliche Phantom. Oh, da kommt einer. Aber er erwischt mich nicht. Er kommt nicht so weit. Oh. Wie kriegen wir die Püsteriche? Ah, da oben kann ich lang. Ah ja, der patrouilliert nur bis da oben hin. Also schwuppdenwupp. Bumerang ausgepackt. Aha, hier sind wir da oben. Nein, um die Ecke, um die Ecke. So. Und du bist tot? Wie komme ich eigentlich hier lang? Gar nicht. Ich glaube, das ging auch nur mit einem bestimmten Item. Wow. Er kommt zurück. Dann werden wir erstmal hier eine überklatschen. Sehr schön. Dann haben wir ja alle besiegt. Aha. Ah, hier kann ich graben. Einmal graben, bitte. Link versucht sich als Gärtner. Das hat jetzt was bewirkt? Ah, das dämliche Phantom. Oh, ich krieg hier noch Zustand. Au, hier kann ich. Ah, hier kann ich bumpen. Aha. Das ist wohl der zweite Schalter. Ich hoffe, das war es jetzt auch richtig. Hurra! Nein! Oh Gott, sie haben gesehen, eine Schutzzone. Oh, ich kriege ja nicht gleich Zustände, Leute. Ich will die blöde Kiste haben und den Schlüssel. Hau ab! Ein, biete ein. Tschüssi! Dämliches Vieh. Holen wir uns erstmal den Schlüssel. Hallo! Schlüssel! Kein Schlüssel. Was hast du uns zu sagen? Benutze eine Einsimsweise, um mehr Zeit zu gewinnen.
Wenn du nochmal hier vorbeikommst, sprich mich an. Ich werde dir dann etwas Nützliches verraten. Stimmt. Huch. Ah, das hat die Püsteriche ausgemacht, der eine. Ein Krafttropfen. Das ist Nummer 7. Klasse. Wo muss ich jetzt? Ah, da unten war, glaube ich, die Schlüsseltür. So. Geschafft! Wir haben das erste Level geschafft, des Unbekannten. K4. Jetzt kommen wir zu K5. Aber was in K5 hier abgeht, das erfahrt ihr denn im nächsten Part. Denn ciao!